Leif Mattbiergerinnen a Mattbierger. Nationalfeiertag geht, wie der Name sieht, meist Nation, meist gemeinsam Land. Ja, den Tag dreht sich rund um den Grand Duc und markiert sein offizieller Geburtstag. Aber das ist so, weil der Grand Duc und auch die ganz großherzogliche Familie ein Symbol von unserer Nation ist. Ein Symbol von Lützeburg, von der Einheit. Und das ist es, was Lützeburg am Kern ausmischt. Als Einheit. Eine Einheit, die wir heute gerade so brauchen, wie wir sie die ganze Geschichte von Lützeburg gebraucht haben. Während der Industrialisierung rund um den Anfang vom 20. Jahrhundert, während dem schrecklichen Krieg an der Okkupation an den 40er Jahren, beim Aufbau von Europa als Garant für Frieden und Wohlstand, aber der permanenten Transformation von unserer Wirtschaft und Gesellschaft. Wir stehen zusammen durch all die Zeiten. Durch all die Zeiten haben wir unsere gemeinsamen Werte von Freiheit, Respekt und Demokratie festgehalten. Die Freiheit, die individuell vom einzelnen Mensch an die gemeinsam von einem Volk, geht in vielen Ländern auf Ruhe gestellt. Ob mehr wie enger Platz gehen Menschenrechte verletzt. Ob mehr wie enger Platz versichern Länder um Grenzen mit Gewalt neu zu definieren. Mit zu Lützeburg wissen wir noch, was wir unter Freiheit tun. Gerade dieses Jahr, 80 Jahre, nachdem die ersten alliierten Soldaten an das Land gekommen sind, für uns als Freiheit zurückzugehen, denkt man nach mehr drin wie sonst. Dafür halten wir auf die Freiheit und ruhen ein Teil dazu bei, dass überall an der Welt erhalten bleibt. Und auch bei uns daheim halten wir auf unsere Freiheit. Die freie Meinung, die Religionsfreiheit oder die Freiheit über Privat- und Familienleben. Wir müssen uns all das und diesen Ambitionen. Wir leben das Freiheiten innerhalb von einer Gruppe, einer Gesellschaft. Als Freiheiten geht es nicht mehr, weil wir so am Respekt ausüben. Ein vis-à-vis von dem anderen. Zur freien Meinung gehört zum Beispiel, dass er respektvoll ausgedrückt und respektvoll gehört wird. Das Freiheiten, die wir all genießen, an der gegenseitigen Respekt davon, das ist die Grundlage von unserer Demokratie zu Lützeburg. Eine Demokratie ohne Freiheit wäre eine Fassade. Und eine Demokratie ohne Respekt ein Dialog des Such. Und wir sollen uns weder das eine noch das andere erleben. Wir brauchen Demokratie, gerade so wie sie Eis braucht, für sie all das mit Leben zu erfüllen. Mes chers compatriotes, les défis auxquels nous sommes confrontés, la sécurité, le changement climatique, la pauvreté, la compétitivité, ne sont pas des défis des seuls luxembourgeois ou des défis des seuls non-luxembourgeois. Non, ce sont des défis communs auxquels nous devons apporter des réponses communes. Pour bâtir un avenir qui est digne d'être vécu, le Luxembourg restera un pays ouvert, tenant compte des aspirations des non-luxembourgeois et œuvrant chaque jour en faveur d'une unité qui dépasse les nationalités. That is why, together with all those who work and live in Luxembourg, and with our partners and friends in the European Union and around the world, we will work hard to keep Luxembourg safe, united, free and prosperous for all. Ich weiß, dass so manche ein haben dort gefühlt kriegt, dass die vier für uns zu groß sind. Aber sie sind just zu groß für den Einzelnen. Als Gesellschaft können wir sie zusammen meistern. Was jeder von uns sich abbringt, sein Wühen, sein Wissen, sein Talente, da bringen wir das Land noch viel. An einer Gesellschaft, wo ich frei denken und schwätzen kann, wo am Respekt von seinem Gegenüber diskutiert wird, und wo Decisionen demokratisch getroffen gehen, du hast kein Defi zu groß. Das sind nicht Defi, sondern Chancen. Eine Chance auf eine bessere Zukunft. Für uns alle Guten. Dafür wünsche ich mir für das Land und Europa, dass wir weiter als Werte leben. Dass wir weiter zusammenstehen. Vive als Freiheit. Vive der Grand Duc und Grand Duchesse. All Gutes als der Erfgroßherzoglicher Koppel und der ganzen großherzoglichen Familie.
wie Flötzeburg, wie Europa.